Aber zu dieser späten Stunde schaltet sich auch noch Clara bei uns ein. Können wir dich schon sehen? Hallo. Ah, Clara. Also, ich sehe euch. Oh, hallo. Blümchen im Hintergrund. Ja. Da hat jemand aufgeräumt. Sehr gut. So funktioniert das inner Team-Mobbing. Richtig. Clara, du arbeitest mit dem Adel zusammen. Genau. Wie ist denn das so? Hau den doch mal in die Pfanne. Stopp. Ah, okay, wir wollten über was anderes sprechen. Genau. Clara ist nämlich, wie sie ist, Partnermanagerin. Ja. Was heißt denn das? Was sind denn Partner von uns? Ja, Partner von uns, das sind ganz verschiedene Unternehmen. Das sind zum einen Partner, die sehr stark im Bereich Intranet-Einführungen sind. Das können Methodenpartner sein im Safe-Umfeld oder einfach ja, Partner, die auch Atlassian Marketplace-Partner sind. Ja, also eigentlich gibt es so diese drei Kategorien, wie du schon sagst. Wir haben einmal diese Leute, die sich mit Linchpin-Intranets beschäftigen. Die haben teilweise mit dem Atlassian-Ökosystem gar nichts zu tun. Ja? Mhm. Da sind wir dann so ein bisschen auch mit Consultants so ein bisschen, weil die halt dann auch für ihre Projekte einfach Confluence-Wissen brauchen. Mhm. Und das krasse Gegenteil sind eigentlich so die Atlassian-Partner, die Confluence in- und auswendig kennen und vermutlich ziemlich tiefe Fragen stellen. Ja? Richtig. Wie sieht denn so ein Tag aus, was macht denn ihr die ganze Zeit? Die ganze Zeit am Kommunizieren oder am Angebote vorbereiten? Also ich sitze mit dir hier auf der Couch. Die Frage kann die dementsprechend die Clara besser beantworten. ja, das Coole an dem Job ist, dass ich jeden Tag was anderes mache. Also ich weiß Montag noch nicht, was mich Dienstag erwartet. Unsere Aufgaben sind sehr, sehr vielfältig. Also es kann sein, dass ein Partner schnell Unterstützung braucht bei einer Demonstranz für einen Kunden. Das kann sein, dass wir Ausschreibungsunterlagen unterstützen oder dass ein Partner schnell ein technisches Problem gelöst haben muss und uns im Chat mit Fragen bombardiert. Also es kann jeden Tag anders sein. Manchmal bin ich einen Tag lang mit Partner-Onboardings beschäftigt, einen anderen Tag Partner-Onboarding sind jetzt Schulungen, oder? Genau, also ein Partner-Onboarding ist bei uns zum einen die fachliche Schulung in den Produkten, also Linchpin, Edge, Hive, aber auch, wie heute schon gehört, die anderen Produkte, die zu Cybert Media gehören, Blueprint Creator, Aura, Draw.io und wir schulen die Partner so weit in den Onboardings, dass sie in der Lage sind, selbstständig diese Produkte bei Kunden einzuführen, dass sie die komplette Administration kennen, aber auch ja wissen, was zu einem Einführungsprojekt und so weiter dazugehört. Das Onboarding ist aber auch einfach das persönliche Kennenlernen, also auf einer persönlichen Ebene. Ist natürlich leider aktuell remote. Wie die Veranstaltung auch. Es ist immer schön, wenn man sich vor Ort auch kennenlernen kann beim Partner oder bei uns in Wiesbaden. Aber das klappt natürlich auch remote. Beim Adel klappt mir das häufig nicht so gut, dass ich dem irgendwas in den Mund lege und der genau das antworte, was ich denke, was fürs Gespräch funktioniert. Vielen herzlichen Dank für deine Antwort. Die hat mir nämlich jetzt sehr gut in die Karten gespielt. Der Grund, warum wir die Clara eingeladen haben, ist, weil wir gerne wollen, dass ihr da draußen, wenn ihr selber Dienstleister oder Berater seid, dann solltet ihr doch bitte zu Cybert Media Partnern werden. Nur falls das jetzt noch nicht so rübergekommen ist. Ja? ihr könntet zum Beispiel, wenn ihr Ahnung von Agile habt, von Skalierung, dann könntet ihr mit uns diese Safe-Software Agile Hive gemeinsam einführen. Und was ich sehr cool fand, und ich glaube, das kann die Clara auch gut rüberbringen und hat das auch gemacht, ist, dass wir versuchen, so eine Art verlängerter Arm
für den Partner zu sein, mhm. also dem dabei zu helfen. Also sie hat jetzt eine Ausschreibung und da werden ganz viele Fragen gestellt, die er vielleicht auch natürlicherweise gar nicht beantworten kann, mhm. weil das halt irgendwie mit den Innereien unserer Software zu tun hat. Wie gehe ich mit dieser bestimmten Firewall-Anforderung um? Vielleicht ist er gar nicht so technisch. Insofern braucht er da unsere Hilfe. Oder anders, der ist sehr technisch und der braucht dann sozusagen eher auf so einer strategischen Hilfe, Unterstützung. Und da ist sozusagen diese Diversität der Anforderungen ganz schön rausgekommen, glaube ich. Und ich glaube, dass es uns auch unterscheidet. Also wir sind ja selber Partner von riesengroßen Softwarekonzernen und erleben teilweise, wie standardisiert diese großen Unternehmen mit ihrem Partner umgehen können oder müssen einfach, um das überhaupt bewältigen zu können, was sie da machen. Und ja, vielen Dank, Clara, für die Darstellung der Invalidität. Was würdest du sagen, warum soll man Partner von Cybert Media werden? Was sind aus deiner Sicht die großen Vorteile? Ja, ganz klar, wir erweitern in jedem Fall das Produktportfolio des Partners. Also wir bieten mit Linchpin und Azure Hive und allen anderen Produkten natürlich eine Erweiterung für den Partner an. Er kann jetzt unsere Produkte verkaufen und da sprechen wir jetzt nicht nur über Rabatte beim Lizenzverkauf. Wir schulen die Partner so weit, dass sie unsere Produkte komplett selbstständig einführen können. Sie können Workshops dazu anbieten, Einführungsprojekte und können sich so auch neue Kundensegmente erarbeiten, neuen Umsatz generieren. Und ein weiterer Vorteil, den ich sehe, sie können ganz aktiv Einfluss auch auf unsere Produktentwicklung nehmen. Ja, also ich sehe auch, was du angesprochen hast, diese zwei Vorteile. Das eine ist, mit unseren Produkten haben wir selber eine Reichweite, die dazu führt, dass ich als Partner einfach neues Geschäft aufnehmen kann. Wir geben Leads weiter, wir haben auch so zum Beispiel auf unserer Website steht, und wer ist ein Partner, dann werden die angesprochen und gesagt, hier kannst du nicht mehr was zu dem Produkt erzählen. Mhm. Das heißt also, durch die Partnerschaft an sich kriege ich Geschäft, aber die Partnerschaft an sich ermöglicht mir auch meinen eigenen bestehenden Kunden, die vielleicht von Cybert Media gar nichts wissen, zu sagen, guck mal, ich kann jetzt nur nicht nur die Beratung zum Thema Intranet zum Beispiel für dich anbieten, sondern auch die Umsetzung mit diesem Tool. Genau. Den Punkt, den du gerade ansprichst, der tritt in letzter Zeit vermehrt auf, gerade bei Methodenpartnern, mhm. bei bei Safe. Das sind sehr viele Berater, die halt Unternehmen dabei unterstützen, das Framework im Unternehmen zu etablieren, scheitern aber praktisch an einer Technologie, an eine Lösung, die sie etablieren können. Und da kommen die immer zu uns und sagen, ja, der Kunde benutzt Jira, welche Überraschung, aber jetzt müssen wir daraus natürlich, also wir müssen das aber auch im Safe-Kontext anwenden. Und da sind wir auf Agile Life gestoßen. Und dass der Vorteil da ist, also dass wir aktuell eher durch die besonderen Rahmenbedingungen Partner akquirieren. Also nicht, weil wir auf die zugehen, sondern Partner auf uns zukommen und sagen, ihr habt da etwas, was ich perfekt in mein Portfolio integrieren kann. Tools for Agile Teams sozusagen haben wir im Angebot auch. Und wenn ihr euch mit Agile beschäftigt, wenn ihr Agile Beratung macht und das seht, dann fühlt euch doch mal aufgerufen. Clara, wo gehe ich denn da hin? Du hast da gerade eine Seite gezeigt mit eurem Team. Wo ja, gut, dass du fragst. Der Peter kann bestimmt was teilen oder teilt er das schon? Sehen wir schon, ja. Super. Genau, wir haben diese Infothek-Seite über das Partnermanagement ist zu finden unter cybert.biz/partnermanagement. Kannst du runterscrollen, dass man den Link... Dann steht es da, glaube ich, auch irgendwo. Wenn das nicht zu klein ist. Da haben wir es. Riesengroß kann man sehen. Cybert-Business-Partner-Management. Okay, da geht ihr hin, füllt das Formular aus und dann kommt ihr mit der Clara oder mit der Anna oder mit der Samira oder mit dem Adil in Kontakt. Genau. Alles, was ich gesagt habe, steht auch nochmal hier und wenn man dann hier auf diesen Teaser klickt, kommt auch hier das Formular. Da ist es. Perfekt. Clara, vielen Dank für den späten Beitrag. Einen wunderschönen sehr gerne. Abend wünschen wir dir. Ebenso. Ciao. Ciao, Clara. Thank you.